hin und wieder. Hm. Wetter berüscht. Sonnig. Mit Aussicht auf Fleischbällchen? Oh, höchst unzufrieden. Hm. Höchst unzufrieden. Ich glaube, da hat jemand schlechte Laune. Hm. Oh, der Apfel. Der Apfel. Der letzte Apfel. Es ist der dritte Apfel, Leute. Der dritte. Aber erstmal wird geknuddelt hier. Nein, Papa quetscht sich immer dazwischen, ne? Der will immer seine extra Knuddeleinheiten. Ja, der macht wieder so eine extra Wurst. Fanny hat keine Milch. Fanny mal wieder rückhaltend. Das ist natürlich eine harte Nummer. Ja. Dann nehme ich mal die drei Äpfel und bringe die weg. Ich komme mit. Kommst du mit? Ich komm mit. Okay. Ja, dann das Vorletzte. Jetzt muss es nur regnen, dann kannst du mal versuchen, im Fluss war es, glaube ich, den Fisch zu fangen. Mhm. Bäm, mal so Schnauze. So ist er halt. Ja. Schlimm mit ihm. Oh ja. Aber dafür hat man ihn doch genau so, wie er ist, gern. Aber sowas von ihm, da ist fertig. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Naja, wir sind ja nur noch die beiden hier, sorry. Kinder brauchen wir ja. Hm. Und drei Äpfel. Bündel komplett. Belohnung. Ein Heizgerät. Naja. Ah! Wieder so viele Äpfel. Ja. Wenn wir hier fertig sind, kehren wir in die andere Welt zurück. Okay. Jetzt, du hast da einen grauen Apfel. Ja, da will irgendwas. Hm. Ach du Schande, hier ist ja auch nochmal aufgeräumt. Leg mir am Arsch. Jetzt fehlt halt nur noch dieser eine Fisch, ne? Hm. Glasaugenbarsch. Yay! Hey, der verfolgt mich. Dazu hast du was. Jetzt verfolgt er dich. Ha, 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 ha. Schnell weg. Herrlich. Das lauert auf mich. Nein. Doch. Das ist ja fürchterlich hier. Die ist nicht da, aber ich finde ich nicht. Ach, Emily! Warte mal. Ich
schon wieder komisch herum. Ach, Moment. Ja, das kommt ja auch. Man weiß ja nie, wofür man es noch gebraucht hat. Ja, das ist meistens so. Ach, das war Penny. Dass ich nicht hergegeben habe. Wieder Highlife bei dir, ha? Huh? Boah, frag Nina Sonnenschein. Ich hab das Gefühl, die werden immer fetter. So, jetzt hab ich von den Grünen mal so ein bisschen geschlachtet. Ausgedünnt. Damit das andere Ei ausschlüpfen kann, weiß, gibt ja Maximum Level. Mhm. Ja. Hör ich auch Dienstag. Oh, man kann trotzdem kommen. Aber es ist Dienstag, Schatz. Ja, ich weiß, dass Dienstag ist. Da fällt mir ein, ich müsste ja nochmal. Schuppen ist nicht los. Hexhaus aus. Da jagt mein Mann. Ja, ich habe da gerade Rasen hingepflanzt. Mein Unkraut gehört doch nicht ins Gewächshaus. Ja, aber wenn dort nicht vervielfältig. Hm. Weil da ist gleiches Klima, ne? Weil im Herbst wird das Zeug, glaube ich, nicht so gut wachsen. Hätte ja auch irgendwann seinen Betrieb bei. Ja, spätestens so, ja, im Winter. Gut, Allee. Oh, Kirschen? Nein. Das... ist hier heute nichts zu finden. Es ist hier voll tote Hose. So richtig tote Hose. Voll heftig heute. Mein Mann räumt auf. Wie lange verletzen sich die Hühnchen noch hier? Und du, die sind glaube ich nicht aus Zucker, dass die sich an einem Grashalm verletzen können. Aber wer weiß, wer weiß. Die haben IQ einer Bergziege und trotzdem nicht klettern. Das stimmt wohl. Wetter war ja morgen sonnig, ne? Mhm. Immerhin. Wetter wohl.
Morgen kriegt jetzt den ganzen Tag. Oh, das ist gut. Ich hab Bus. Nächsten Backe. Heute leicht verstört. Wenig der Soßen. Schokoladentorte. Okay. Aha, an zu Cora. In letzter Zeit spricht jeder in der Stadt über deine enorme Großzügigkeit. Ich glaube, die verwechseln mich. Anscheinend sind Pakete mit Gegenständen bei vielen Leuten aufgetaucht, die sie vor Jahren im Gemeinschaftszentrum ausgeschrieben hatten. Und die Pakete haben alle deinen Hof als Absender. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, so etwas zu tun. Alle in der Stadt sind hoch erfreut. Bürgermeister Levis. Mhm. Okay. Das Bier ist fertig. Weil das ist wieder so typisch. Lob und Anerkennung. Wieso? Was? Nein. Nix da. Statt nur uns sieht oben. Hast du die falsche Taste erwischt? Ja. Noch zwei Sachen. Mann, hechelt sie laut. Ja, ne? Ist schlimmer wie die echte Schanne. Ja. Milch. Ey, das ist hier richtig so auf Lebensgefahr. Doch. Ich weiß ja, dass du für gerne gefährlich lebst. Ja. Deswegen bin ich auch mit dir zusammen. Oh, was soll denn das heißen? Das, was es heißt, ich lebe halt gerne gefährlich. Klingt, als wenn ich gefährlich wäre. Auslegungssache? Ja, aber bin ich doch ganz lieb. Ja, nee, ist klar. Der Hamster hat gesprochen. Super. Was soll denn das jetzt bitte? Ich glaube, selbst meine Mutter lacht mich gerade aus. Mhm. Ja, sag ich doch mich. Hier ist die Eule jetzt. Ja, heute. Hm? Heute ist sie dort. Hm. Dann guck ich doch gleich mal. Ja, quasi gleich um die Ecke. Na denn. Nö, die ist nicht da. Hm. Kommt sie erst am Freitag. Wir werden sehen. Irgendwann ist sie wieder da. Ja. Boah, da ist dieser Gaul nicht dazwischen passt. Ey. Ein breites Pferd.
So, Blaubeergelee ist auch fertig. Das hört sich doch gut an. Wollen wir wieder Neues machen? Ich fand es auch mal wieder aufgeräumt. Oh. Da hast du was Interessantes finden können am Strand. Für die Standardsachen. Hätte ja sein können, dass mal was anderes dabei ist. Ja, wäre schon toll. Aber nö. So eine Kiste Geld oder so. Die Blaubeeren sind fertig. Hatte ich erwähnt, dass wir sehr viele Blaubeeren haben? Ja. Okay, gut. Ah, wieder abgeerntet. Den? Naja, gucken, ob irgendwie was gibt oder so. Aber nö. Ne, ich kann halt kein Gras anbauen oder so. Ja. Weil die anderen Fasern sind immer noch nicht da. Das ist voll. Genauso. Ich hab beinahe wieder ein Ei gegessen, ja. Nee. Verkehrte Maschine reingeworfen. Gut, in eine Käsemaschine funktioniert das nicht so wirklich. Ich habe noch nie aus einem Ei Käse werden sehen. Naja, ich sag mal so, manche Sorten hast du schon mit Ei zusammen. Ja, aber ich glaube, der ist nicht so bekannt. Er ist ja käsehaltig, ne? Ah. Sehr, sehr käsehaltig. Bald schlafen. Ach, warte mal. Angeln. Ja, stimmt. Kannst ja schon mal alles mitnehmen. Ja, deswegen nämlich. Hast du morgen Zeit? Und Zeit ist alles hier. Was auch? Ja. Nee. Süßwasserfisch, der in der Nacht gefangen werden kann. Bei Regen. Aber hier steht von 12 bis 2 Uhr, also. Nacht ist relativ. Ja. Einfach. Es sei denn, die mal in 12 Uhr nachts, also. Dann hättest du aber wirklich nicht viel Zeit. Nee.
Waldteich plus und Bergsee. Hm. Geh doch da mal lang. Oh, das Bier bringt. Nee, das ist ja nicht nur das Bier. Ja. Die Blaubeeren, die habe ich aus Versehen komplett verkauft. 10.000. Windböen den ganzen Tag. Naja. Die sind heute sehr glücklich. Ja, irgendwie wenn es regnet, ne? Wir stehen auf Regen. Ich hab schon wieder Porsche. Tanti, wie geht's dir? Ich habe ein paar Anweisungen für eines meiner Lieblingsfischgerichte beigelegt. Minus. Neues Kochrezept. Sashimi. Mhm. Ich habe einen anderen Brief. Vergiss nicht, dich gesund zu ernähren oder du wirst nicht genug Energie für deine Arbeit haben. Ich werfe eines meiner Lieblingsrezepte dazu. Benutze auf jeden Fall reife Tomaten. Spaghetti. Na ihr, da ist Wetter draußen, war. Wie ist das Wetter? Das ist Wetter. Nee, ich will das Ei haben. Nee, nee, nee. Keine Milch. Schleimfabrik. Es war so schleimig hier drin. Schleimten dich voll, wa? Mhm. Mm-hmm.